Hallo Leute, Takeo hier. Herzlich willkommen zur Story von Guild Wars 2 Heart of Thorns. Wenn ihr die Geschichte noch nicht abgeschlossen habt, beziehungsweise diesen Teil noch nicht gespielt habt, dann solltet ihr das Video vielleicht erst später gucken, denn es könnten die ein oder anderen Spoiler auftreten. Und jetzt, da ich das gesagt habe, viel Spaß mit dem Storyteil. Und weiter geht's mit Teil 4 der Geschichte von Guild Wars 2 Heart of Thorns. Eigentlich wäre das jetzt Teil 5, aber ich hatte Probleme mit der Aufnahme von Teil 4, das war in den Fußstapfen und das war nur so ein Übergangspart in der offenen Spielwelt, den man nicht wiederholen kann. Im Prinzip auch nichts Großes, ich habe mit drei Itzelspeer gesprochen, die hier irgendwo verteilt waren in der grasgrünen Schwelle und die haben einfach nur alle gesagt, dass weiter hier im Westen Ridlock und Braham sein müssten, weil sie gesehen haben, dass sie sich hierhin bewegen. Und es ist einfach wirklich ein Teil, den man auch vernachlässigen kann, weil viel Spannendes ist wirklich nichts passiert. Ich bin nur rumgerannt und habe mit Itzeln gesprochen. Deswegen machen wir jetzt einfach hier weiter mit dem richtig storyträchtigen Teil und hoffen, dass wir hier natürlich ein bisschen Action bekommen. Und da oben sehen wir schon die beiden, deswegen werden wir einfach mal hingehen und mit denen sprechen. Was war denn? Ich hatte euch beide gebeten, in der Nähe zu bleiben, nichts Unnötiges zu riskieren. Aber wir haben eine Gefangenenkarawane der Mordrim entdeckt. Wir sind ihnen gefolgt und sie haben uns zu diesem Lager geführt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich bin reingegangen mit Erson als Verstärkung. Wir dachten, es sei das Risiko wert. Wir hatten recht. Na schön. Sagt mir, wie gut wird euer Lager denn verteidigt? Nun, diese Mordrim-Wacht ist nicht hirnlos. Die haben einen starken Verteidigungsring errichtet und wissen, wie man patrouilliert. Brimstone hat recht. Die Mordrim-Wacht ist schlau, präzise. Die wissen sicher, dass wir kommen. Das tut jetzt nichts zur Sache. Es sind Gefangene hier und unsere Freunde könnten unter ihnen sein. Wir gehen rein. Danke, dass ihr Braham unterstützt habt, Tribun. Wie schätzt ihr die Lage ein? Das scheint ein groß angelegtes Gefangenenlager zu sein. Die Mordrim-Wacht schwärmt aus, sammelt Lebende und Tote ein und bringt sie her. Dann erschaffen sie hier all die Mordrim, mit denen wir gekämpft haben? Es ist gleichzeitig Gefangenenlager und Dienerfabrik. Also gut, nicht leicht da heranzukommen. Aber mindestens ein Mitglied der Klinge des Schicksals ist hier. Das fühle ich. Gefühle? Bei einem Soldaten wie euch? Ich bitte um Nachsicht. Ich bin noch nicht ganz mit dieser neuen Magie und ihrer Beschreibung vertraut. Kommt, wir glauben, es gibt einen Hintereingang. Folgt mir. Ach, solche Macht. Da haben wir Ridlock ein bisschen zu sehr geärgert, glaube ich. Aber das, was die vorhin gesagt haben, stimmt schon. Also das macht die Mordrim auch viel interessanter, dass die halt schlau sind und nicht so wie Seitans Untote einfach dümmlich irgendwie dahin dümpeln, sondern die haben wirklich Plan, die sind wirklich organisiert. Wenn wir Schaden anrichten, ja, wird Mordrims Fortschritt in der gesamten Region gestört. Wenn es brenzlig wird, bleibt in meiner Nähe. Ich kann eure Stärke noch stärker machen. Oh ja, Herold-Skills, die kenne ich und die sind sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, das macht die Mordrim noch so gefährlich, dass sie einfach wissen, was sie tun und dass sie so eine Organisation haben. Einfach ziemlich krass. Wow! Okay. Meine Stärke wächst an. Ups. So, alles schön abfackeln. Ich habe ja auch ein Feuerschwert wie Ridlock. Ich bin stark! Hier schichten sie also die toten Gefangenen auf. Wir sind hier fertig. Begeben wir uns zum Hauptlager. Oh ja, es sieht echt nicht schön aus hier. Meine Güte. Aber sehr cooles Areal, wie immer. Also die grasgrüne Schwelle, ich war ja jetzt schon auf jeden Maps hier von Heart of Thorns und die gefällt mir immer noch am meisten. Einfach nur sehr weitläufig. Vorhin sind zu viele von der Mordrim-Wacht. Wenn wir angreifen, alarmiert der Lärm das ganze Lager. Sieht nach einem Biwak der Mordrim-Wacht aus. Nah genug, dass sie die Käfige beschützen und sich auf dem Appellplatz sammeln können. Ich nehme an, hier sammelt sich die Mordrim-Wacht, bevor sie ausrücken, um Gefangene und Leichen ins Lager zu bringen.
Wir haben Schlimmeres überstanden, während ihr in den Nebeln wart. Damit kommen wir klar. Ich stimme Braham zu. Ihr habt diesen Top noch nicht in Aktion gesehen, Tribu. Habt Vertrauen und folgt mir. Genau. Nichts, was wir nicht handeln können. Also, los geht's. Für höhere Gerechtigkeit. Ich lade sie fest. Ihr bringt sie her. Mordremors erwartet euch. Adrenalinsturm. Oh, Junge. Ich kann's mit der... Wow, du meine Güte. Da spucke ich noch so große Töne und dann sowas. Aha. Wir sind aber sehr, sehr viele AOEs durch die ganzen Hammer-Stunts von den Großen. Adrenalinsturm. Fertig. Alles schön abfackeln. Jetzt wird das Ganze doch schon etwas lichter. Ich vergesse immer die Wachtschützen hier. Die haben solche starke Angriffe. Ich downstate mich ja einfach jetzt durch. Das hat Spaß gemacht. Hatte kein anständiges Training mehr, seit ich aus den Nebeln zurück bin. Hey, sagt mal, wann erzählt ihr mir endlich, wie ihr an eure neuen Fähigkeiten gekommen seid, Tribun? Vielleicht, wenn Mordremos oder einer seiner grünen Marionetten gerade nicht versuchen, uns umzubringen. Bis dahin hört auf zu fragen. Er hat recht. Konzentriert euch auf die Mission, Rox. Wir müssen jetzt einen Weg vom Plateau runterfinden. Mhm. Gehen wir mal hier lang. Bei den Geistern. Seht euch all diese Ratten an. Zu viele. Wir dürfen uns hier nicht verzetteln. Wir brauchen etwas, das uns den Weg freiräumt. Stimmt. Über das Plateau sind Luftschifftrümmer verstreut. Mal sehen, ob wir ein paar Brandwaffen bergen können. Jo, machen wir das mal. Das ist eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse. Oh je. Ich sehe nichts, was uns gegen diese Ranken helfen wird. Ja, vielleicht. Das ist eine Sackgasse. Ah. Diese Kiste mit Paktwaffen ist noch intakt. Und hier ist Material, das wir brauchen können. Feuergranaten. Ausgezeichnet. Die brennen heiß genug, um fast alles in Asche zu verwandeln. Ja, das klingt sehr, sehr gut. Probieren wir das gleich mal an den Ranken da aus. Ich muss die gar nicht besiegen. Das reicht schon. Ja, tatsächlich. Noch welche. Jetzt fühle ich mich wie ein Ingenieur, bloß mit schwerer Rüstung. Hey Kanach, hilfst du mit? Nein, rennst nur durch die Gegend. Okay, okay. Das ist irgendwie seltsam, das ist ziemlich verwirrend, dass die Ganzen nicht mit einem Schlag down gehen, sondern nur ein paar Leben verlieren und sich dann zurückziehen. Wäre es nicht einfach zu schauen, dass die Insta down gehen? Ah, Moment. Ich kann's mit der ganzen Welt aufnehmen. Einen Berg hochzuwerfen ist nicht so klug eigentlich. Wendet jetzt. Ach, solche Macht. Mist, ich dachte, ich schaffe die zwei auf einmal. Na gut, dann nochmal ohne. Hopp.
das gibt's ja nicht. Auf richtige Ranken bin ich noch nie gestoßen. Ich bin stark. Wir müssen auf der richtigen Spur sein. Mordremos weiß, dass wir hier sind, aber das scheint ihn nicht zu beunruhigen. Er zeigt Interesse, aber kein dringendes. Oder er will, dass wir das denken. Haltet alle die Augen offen. Wir gehen weiter zu dieser Lichtung. Der Aufseher ist in der Nähe stationiert. Zwischen dem Gelände, wo die Leichen gelagert werden, und den Käfigen mit den lebenden Gefangenen. Na dann, Redlock. Öffnest du uns bitte? Da ist der Aufseher. Den würde ich mir zu gern vorknüpfen. Ich habe aus den Nebeln viel mehr mitgebracht als nur mein Schwert. Ich würde ihn mir ja vornehmen, aber ich sortiere immer noch die Stimmen in meinem Kopf. Dieses neue Zauberarsenal kommt nicht ohne Ballast. Also gut, geht vorsichtig weiter und seid auf alles vorbereitet. Okay, Redlock hat noch ein paar Probleme. Das kriegt er sicher noch schon hin. Ich könnte ja jetzt, wenn ich ganz stealthy sein will, mich einfach unsichtbar machen. Die Beherrschung habe ich nämlich schon freigeschalten. Aber ich meine, wir haben hier sogar Granaten. Die werfe ich dem Aufseher jetzt einfach an den Kopf. Für höhere Gerechtigkeit. So weit seid ihr. Oh, supergeil. Beeindruckend. Aber hier kommt ihr nicht weiter. Weder vorwärts noch zurück. Was war das denn für ein kleiner Charge? Was für übermächtige Granaten, einfach so, mit der ganzen Welt aufnehmen, die diesen riesigen Aufseher zurückwerfen. Oh. Was ist das denn? Kann ich dich auch kaputt machen? Tötet sie! Die Blüten heilen allen Schaden, den wir anrichten. Beseitigt sie, damit wir hier fertig werden. Ja, aber es geht ja anscheinend nicht. Mal sehen, ob diese Blüten genauso heiß brennen wie die Ranken. Das macht echt Spaß. Das ist so ein Art neues Azura Ball. Wir nennen das jetzt Mordrem Ball. Und schleudern einfach Mordrem Aufseher durch die Gegend. Ihr werdet uns niemals bezwingen. Oh oh. Mordremos Wachstum ist unaufhaltsam. Na dann. Los, Granaten. Nee, es halt ihn immer irgendwie voll. Tötet sie! Machen wir das richtig? Meine Stärke wächst an! Ich fackel ihn jetzt einfach so an. So, einen Moment. Funktioniert das? Ich kann's mit der ganzen Welt aufnehmen. Sehr schön, jetzt hat er nicht mehr so viel AP zurückgekriegt. Das heißt, abfackeln. Adrenalinstrom. Gegner erledigt. Nicht, dass es uns viel gebracht hätte. Tut mir leid, Kommandeur, aber das sieht mir nach einer Sackgasse aus. Mordremos reagiert auf uns. Er baut die Verteidigung aus. Wir müssen härter zuschlagen, um uns einen Weg zu bahnen. Wird gemacht. Trete zurück. Oh, macht er jetzt alle mit einem Schlag weg? Das will ich sehen. Los, Brown Jesus, mach was. Oh ja. Ich kann das Lager unten sehen. Weit unten. Wie kommen wir da runter? Nehmt ihr ein Gleitschirm, Kommandeur. Ich erschaffe für den Rest von uns an der Klippenwand entlang Portale. Gut mitgedacht. Ich fange an. Ihr anderen kommt so schnell wie möglich nach. Das ist wirklich eine gute Idee. Okay, dann gleite ich mal da runter. Nein, dieser Glint Elite Skill sieht einfach so mega cool aus. Benutze ich auch ganz gerne auf meinem Herold. Gute Arbeit, Cass. Danke, Boss. Ich bin nur nicht so sicher, ob euch da jeder zustimmt. Kanach sieht grüner im Gesicht aus als sonst. Ha, Silver Harley Jones. Mir geht es gut. Versucht ihr mal, von Portal zu fallen, während euch ein Altdrache im Schädel herumschwirrt. Wie grün werdet ihr im Gesicht? Hier halten sie also die lebenden Gefangenen. Diejenigen, die wir suchen, müssen in der Nähe sein. Wir holen euch da raus, Ma. Das schwöre ich. Okay, dann mal los.
Ach, solche Muss ich hier einfach nur alles anzünden? Ja, ich denke schon. Für höhere Gerechtigkeit. Warte, Kommandeur. Die Dame hört zum Albtraum hoch. Meine Stärke wächst an. Wartet. Ich will keinen Ärger. Ich will nur hier raus. Wer weiß es. Hört nicht auf zu laufen, bis ihr in Trockenkuppe seid. Los! So, alles brav abfackeln. Fertig! Meine Güte, ich werf gerade einen Blick auf die Minimap und alles voller mit diesen komischen Zellen. Ich hoffe jetzt nur, dass ich an denen auch irgendwie... Ja, ich mache an denen Kondischaden, okay. Sonst wäre das jetzt ein sehr langer Teil gewesen, indem ich einfach nur die Zellen aufschlage. Toll, und leer. Das fängt nicht gut an. Ach, für höhere Gerechtigkeit. Moment, war da jetzt die Wachtpirscherin drin? Es ist alles so schnell passiert. Sie haben uns mit einer Art Giftgas getroffen und ich bin hier aufgewacht. Ihr seid jetzt frei. Seht zu, dass ihr so schnell wie möglich hierher kommt. Mhm. Für höhere Gerechtigkeit. Adrenalinstrom. Schön alles weg. Ja, bis die Luft hier rein ist. Alles zu bezwingen. Ich werde euch alle vernichten. Ich nagel die Festgesichter erledigt. Schützt die Käfige mit den Gefangenen. Scharfschütze. Wow, mega leck. Ich kann die Kraft der Bären spüren. Oh, es sind ja nur noch zwei. Okay, okay. Wir kommen doch schneller voran als gedacht. Kommandeur, ich bin einsatzbereit. Wo soll ich hin? Wir haben die Lage hier im Griff. Wenn ihr weitermachen wollt, findet Larant hier und folgt ihm. Abmarsch! Das ist auch was ich sehr cool finde, dass wir hier jetzt wirklich Autorität haben und die auch zeigen mit unserem Charakter. Und ja, wir haben sie uns ja mit der persönlichen Geschichte und alles auch verdient. Also sehr, sehr cool gemacht. Das waren alle. Trotzdem noch kein Zeichen unserer Leute. Redlock, spürt ihr dieses Gefühl noch? Allerdings. Und es ist hier sogar stärker. Sie sind ganz nah. Direkt hinter diesen Rankenwinden. Worauf warten wir? Tribun, setzt eure neue Magie ein und räumt uns den Weg frei, bitte. Genau, Redlock. Wärst du so freundlich, uns den Pfad zu öffnen? Machst du das wieder mit Glint? Oh ja, mega cool. Ein Rettungstrupp. Dann hat der Wolf mich doch gehört. Hier drin lassen sie uns hungern. Seit Tagen weder Nahrung noch Wasser. Mordremos, ist es nun mal gleich, ob wir lebendig oder tot sind, wenn er uns an einen vermoderten Baum anschließt. Befreit uns! Sofort! Faulan? Warum sperrt Mordremos so viele Albtraumhöflinge ein? Ihr wisst gar nichts über den Hof. Wir streben nach Freiheit. Und Mordremos Joch ist noch beschwerlicher als das des blassen Baums. Vergesst sie! Schafft uns nur hier raus! Die Mordrem haben Soldier, Logan und Traherne tiefer in den Dschungel gebracht. Und ich weiß nicht, warum. Haltet durch, Mutter. Wir holen euch gleich da raus. Genau. Für höhere Gerechtigkeit. Logan ist sicher auch nur weggerannt. Der ist also wahrscheinlich safe irgendwo. Huch. Geht zu der Brücke. Da halten wir ihn auf.
Wir müssen weiter. So habe ich doch bessere Aussichten. Mutter, passt auf! WTF? Okay. Mordrem Rankenzahn, den kenne ich sogar. Komm her, du hässliches Biest. Für Adrenalinsturm. Ist jetzt... So viel Energie. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ach du meine Güte. Bleib mal stehen, Hoppelhase. Adrenalinsturm für höhere Gerechtigkeit. Mutter! Ma! Bei den Geistern! Raya, mich. Es tut mir leid. Mir auch, Kleiner. Wenigstens hat sie Fraulein mitgenommen. Und Fraulein starb schreiend. Ein passendes Ende für einen Feigling. Ich brauche Zeit. Es sind Rituale auszuführen und Garm bei den Geistern. Ich weiß nicht mal, ob er beim Absturz bei ihr war. Und ihr Bogen? Falls er in diesem Lager ist, will ich ihn haben. Meine Ma und ich waren nie... Wir hatten nicht... Lasst mich einfach Abschied von ihr nehmen, allein. Geht einfach. Ich komme nach... Ich schwöre euch, ich werde hier draußen nicht sterben. Nicht bevor ich Mordremos fallen sehe. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Folgt uns, sobald ihr könnt. Boah. Ein ganz schön heftiger Teil und ein ganz schön depressives Ende jetzt noch. Dadurch, dass er hier gestorben ist. Also einen Hauptcharakter, der ja im Prinzip schon so viel erlebt hat. Jetzt einfach in so einem kleinen Storyteil auch zusammen mit Fraulein irgendwie zu töten, ist schon sehr, sehr harter Tobak. Also, boah. Ich weiß gar nicht. Irgendwie, ich finde das ziemlich krass. Er einfach jetzt hier so liegen zu sehen und gerade Braham auch, der jetzt in den letzten Teilen einfach so hart dran gearbeitet hat, irgendwie er zu befreien und versucht hat, sie zu retten. Und jetzt dieses Ende ist eigentlich irgendwie schon sehr, sehr deprimierend. Oh mein Gott. Gehen wir mal zu den anderen. Boah, Jemine. Hört mal. Ich brauche einen Freiwilligen, der zurückbleibt. Braham bekommt seine Zeit, aber jemand muss auf ihn aufpassen. Das hatte ich ohnehin vor, Kommandeur. Braham und ich haben zu viel durchgestanden. Ich kann ihn nicht einfach so hier lassen. Geht ihr weiter. Ich sorge dafür, dass wir euch finden, wenn Braham seinen Frieden mit Air geschlossen hat. Danke, Rox. Alle anderen, wir gehen. Der Rest unserer Freunde ist noch da draußen. Und das Ei. Und Mordremos. Okay, wir sind wieder zurückgekehrt in die grasgrüne Schwelle und müssen jetzt noch mit Kriegsmeisterin Leesha sprechen. Die hat sich da hinten beim Busch versteckt. Und ich denke mal, dann werden wir so langsam auch dieses Gebiet hier verlassen. Kommandeur, ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber ich habe gerade eure Kameraden gesehen. Den Norn und die Char.
Sie schleppten eine Leiche. Ich muss euch leider melden, das war erste Galken. Sie fiel im Kampf mit einem der neuen Mordrem. Oh, ihr Götter. Mein Beileid. Sie war vielen von uns eine Inspiration. Wir werden sie vermissen. Nicht nur vermissen. Wir werden sie rächen. Mordremos wird bezahlen für all die Leben, die er zerstört hat. Ich werde die Nachricht verbreiten. Er wird nicht in Vergessenheit geraten, das verspreche ich. Danke. Ich gehe weiter, um Traherne und die anderen von der Klinge des Schicksals zu finden, bevor Mordremos sie sich auch noch holt. Genau, und damit haben wir jetzt diesen Teil abgeschlossen. Oh, was können wir denn hier auswählen? Tasche des Novizen, Tasche des Rekruten oder Tasche des Eingeweihten. Ich glaube, die sind alle basierend auf den drei unterschiedlichen Orden, die es gibt. Orden der Gerüchte, das ist das hier. Das hier ist von dem Wachsamen, das sieht man auch schon an dem weiß-schwarzen Stil. Und dann haben wir hier die Abtei. Ach, das sieht ja putzig aus. Das ist ein kleiner Edelstein. Ich würde mal sagen, wir nehmen die von den Wachsamen, obwohl Mainorn eigentlich zur Abtei gehört. Aber das sieht halt am coolsten aus. Und dann kriegen wir hier noch ein paar andere Sachen. Ah, sogar eine Schrift der Magurenbeherrschung. Eine ganz besondere Eroberung. Nicht schlecht. Diese Beherrschungspunkte sind immer sehr, sehr wichtig. Und ja, ein ziemlich deprimierender Teil. Aber storytechnisch natürlich sehr, sehr gut gemacht. Gerade so große Charaktere irgendwie zu killen ist hier in Guild Wars 2 gerade... Das erwartet man einfach nicht in den unterschiedlichen Teilen. Und deswegen fand ich es ja an sich sehr interessant. Aber eher zu killen, gerade mit Braham, das hat dann schon einen fiesen Beigeschmack. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Macht's gut, Leute. Ciao.